Mein Lieben, ich freue mich gerade so, dieses Video drehen zu können. Und zwar habt ihr es bestimmt schon im Titel gesehen: Die Post war heute da und mein Toddler ist angekommen. Genau, und ich habe heute zwei Pakete für euch: einmal den Toddler-Bausatz und einmal habe ich mir neue Beine bestellen lassen, denn die Beine, die beim Bausatz dabei sind, nämlich der Bonnie von Linda Murray, das ist der Bausatz, und da sind nur stehende Beine bei. Und ich wollte sehr gerne so geknickte Beine haben, und deswegen habe ich mir hier bei einer Firma noch neue Beine bestellt. Mein Gott, das ist so groß, ne? Das ist unglaublich unfassbar. Tada, sieht das Ganze aus. Da sind jetzt auch noch Arme bei. Die weiß ich nicht, ob ich die verwenden werde, aber wir probieren das einfach mal aus. Mal gucken, wie mir das gefällt. Ich baue den Bausatz gleich zusammen. So sieht das Ganze aus. Und das ist ultra riesig. Schaut euch diese riesen Schenkel an. Ich bin jetzt schon völlig geflasht. Aber die Füße sind voll mini. Krass, oder? Ich habe mir die jetzt größer vorgestellt. So, hoffen wir mal, dass die ganzen Schuhe passen, die ich bestellt habe. Gucken wir das mal aus. Und was ich auch super finde, bei Puppenland stand 14 Tage Versand drauf, also Versandzeit, und die Sachen waren innerhalb von 2 Tagen da. So, das ist schon mal ein Arm. Ich hätte mal der linke. Steht das hier irgendwo bei? Nee. Steht nicht bei, aber ich schätze mal der linke, so wird das so passen, ne? Rechts wird der nicht passen. Also ein linker Arm. Die sind echt voll weich, also nicht wie ein normaler Bausatz, sondern der ist echt richtig weich. Dann haben wir noch einen Arm. Der rechte Arm, auch super weich und die Hände sind alle offen. Und dann kommt eigentlich zu den Teilen, warum ich das überhaupt gekauft habe. Und zwar den geknickten Bein eben. Dann sitzt es halt so. Und wenn es halt auf deinem Arm ist, dann sind die Beine halt auch so angewinkelt. Und genau, finde ich einfach viel, viel schöner. Sieht einfach viel angenehm aus. Was mich jetzt echt wundert, dass die Füße sehr klein sind. Eigentlich ist Schuhgröße 20 angesagt. Aber ich schätze das nicht so. Also sie sehen auf jeden Fall richtig klein aus. Und zu klein für den Oberschenkel, finde ich. Ta 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 ta. Genau, es ist da. Mein riesen, riesen Baby. Und ich habe hier ein Messer. Wir packen das jetzt aus. Tada! Ich bin so aufgeregt. Ich mein Baby noch hier irgendwas reinschneide. So. Oh, das hat meine Gute aber sehr gut verpackt. Ich bin begeistert. So, erstmal richtig viel Pappe. Also finde ich echt gut, dass sie das so. Oh, hallo Bibi! Alter, bist du riesig! Deine Augen sind fast auf. Das ist cool. Hallo Bibi! Oh mein Gott, schau dir diesen riesen Kopf an! Der ist fast so groß wie ich! Oh wow, hallo Baby. Du verlierst ganz viel. Krass. Krass. Leute, guck mal, mein neues Baby. Bonnie. Genau, das tun wir mal hier. Mit dem Kopf. Ich finde es immer so leblos, wenn man nur den Kopf in der Hand hat. So, und hier ist der Rest. Und die Beine sind gar nicht so groß. Das ist gut. Die sind gar nicht so groß. Ich brauche so kleine süße Beine. Aber was möglich? Linker Fuß. Also ein rechtes und linkes Bein. Nur die Beine. Sieht voll süß aus. Sind die Füße größer als die anderen? Mal ausprobieren. Auf
jeden Fall ist das Vinyl was anderes. Das Vinyl ist richtig hart, das ist richtig weich. Oh. Dann haben wir hier den Stoffkörper. Der ist richtig schön aus Leder, das ist schön. Tada! Ich hoffe, die Beine passen da gut ran, die neuen. Richtig kurz. Das ist auf jeden Fall ein anderes Vinyl. Das hier kannst du nicht so einfach eindrücken. Das andere ist so, da drückst du einmal gegen und das geht so komplett. Seht ihr das? Ich kann das so komplett einmal zusammenfalten. Und das geht mit diesem hier auf keinen Fall. Das kann man nicht immer so eben verbiegen. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber mal gucken. Auf jeden Fall, vielleicht verwende ich auch einfach nur die Arme hier. Und dann einfach die anderen. Und ich hoffe, euch gefällt das. Und ihr könnt gerne eure Meinung dazu schreiben, dass wir jetzt einen Toddler haben. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ein nächstes Video kommt auf jeden Fall. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.